herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, jetzt geht's doch noch weiter mit der Feldarbeit. Ich komme doch dazu, ein bisschen zu gruppern. Vierzylinder Johnny haben wir heute davor, den habe ich euch schon mal vorgestellt. Verlinke ich euch oben. Ja, wir haben jetzt einen Grubber hier hinter den Feldern, wo wir die Gülle aufgebracht haben. Da grubbern wir heute. Ja, ich muss jetzt die Fläche hier noch fertig machen. Das sind roundabout 3 Hektar, ein bisschen mehr vielleicht. Und anschließend haben wir dann noch eine Fläche, 11 Hektar, da muss noch alles gemacht werden. Da ist der Chef jetzt heute gerade dabei und bringt dort Gülle aus und da wird dann gleich angefangen zu ackern und deswegen zu pflügen, meine ich. Nach dem Grubbern wird gepflügt und deswegen teilen wir uns das heute hier alles ein bisschen auf. Und jetzt ist der Endspurt heute. Es wird aber nicht fertig heute Abend. So, ich fahre jetzt hier bis zum Feldrand, einmal anhalten, einmal hochheben. Ich denke, wir können jetzt hier ein bisschen runtersetzen und einen höheren dann nehmen. Hier drehe ich dann um. Das lasse ich mir hier oben stehen und dann ziehe ich da ein bisschen quer rüber. Dass ich hier schön den Ansatz finde, aber das sollte funktionieren. Ja, so ist noch besser mit der Drehzahl. Genau. Drehzahl immer ein bisschen gucken. Geschwindigkeit kann ja relativ hoch sein beim Grubbern. Allerdings muss man halt gucken, dass wir die Drehzahl ja nicht so hoch macht. Dann verbraucht man nicht so viel Sprit, ne? Das macht Sinn. Ja, das kratzen wir jetzt quasi, wir arbeiten das jetzt oberflächlich ein, weil das halt schnellstmöglich eingearbeitet werden müsste, die Gülle. Das ist gerade gemacht worden und der hat jetzt das Feld gewechselt, wir fahren jetzt auf das nächste Feld. Ja, also nicht wir fahren auf das nächste Feld, sondern der mit dem Güllewagen, mit dem großen Waltra ist jetzt gerade auf dem nächsten Feld unterwegs und wir grubbern uns direkt hier ein. Ich stelle den Oberlenker noch mal ein bisschen länger, weil ich glaube, dass die hinteren Schare da besser reinkommen. So, das sieht besser aus, denke ich. Thank you.
Mir ist auch mal passiert. Kamera verloren. Also, ist aber noch alles heile geblieben. Sie läuft, oder? Cool. Ich glaube, wir belassen es bei den Aufnahmen von innen. Muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Also jetzt muss ich euch das Feeling noch mal kurz mitgeben. Ich meine, der Sechszylinder-Sound ist natürlich noch mal ein bisschen geiler. Aber so schlecht hört sich der hier auch gar nicht an. Vierzylinder-Turbomotor. Jetzt geht's doch nochmal richtig hier zur Sache. Jetzt sind wir alle auf dem Feld. Drei Schlepper, drei Leute auf dem Feld. Ich zeige euch das gleich. Mein Junior fährt Gülle. Ja, und jetzt sehen wir es ganz gut. Ich drehe mal die Kamera. Da vorne ist der Sechszylinder Johnny. Ich hoffe, ihr seht, ist es richtig. Der ackert das Ganze um. Ich bin hier mit dem Vierzylinder immer noch unterwegs und grubbere das Ganze ein. Und auf dem rechten Feld, da seht ihr, da mache ich jetzt weiter, da fahre ich jetzt hin. Da ist der Waldrahmen im Güllefass und da wird die Gülle verteilt. Ich hole jetzt relativ schnell den Waldrahmen ein, gehe ich mal stark von aus. Weil der fährt ja nur, ne, 1,8, wisst ihr ja. Und ja, das Ackern, das Umackern geht eigentlich auch ziemlich schnell, so wie das aussieht. Naja, macht das Senior-Chef, der macht das schon ein paar Jährchen, denke ich. Doch gut. Da wird geackert, umgeackert den ganzen Mist noch. Und da kommt mein Junior. Mit einem Waldra, mit einem Güllefass und diesmal wieder mit dem Gestänge. Ich glaube, er ist es, ja? Ja. Schaltung ist natürlich schon komfortabel, ne? Wenn alles so stehen lassen, wendet einmal und weiter geht die Luzi. Dann vorne kann ich mich immer gut orientieren an dem Rad, dass ich da nichts vergesse. Funktioniert bombastisch. Ja, ich würde sagen, ich mache mir hier eine Verabschiedung. Das war's für das Video. Ich hoffe, das Grubbern hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen, Like da. Teilen ist auch erlaubt. Kommentar ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.